Spionage oder tatsächlich doch hier, doch dämonischen Handels holen wir uns noch. Und Viehzucht. Schweine, Pferdezüchter und Schäfer benötigen nur noch 45% der normalen Produktionszeit. Ja. Ja, Pferde brauchen wir ja auch. Reiter brauchen wir. Also brauchen wir ja auch eine Pferdezucht. Die Pferdezucht braucht keine Weidefläche, oder wie war das? Ich meine, die Schweinezucht. Eines von den... Also die Schäferei braucht Weidefläche. Bei der Pferdezucht bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob die Weidefläche braucht. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Aber auf jeden Fall ist hier unten, sehe ich gerade, die Händlerglyphe. So, deswegen können wir da auch schon nochmal Dings machen, Prestige farmen. Und wir holen uns zwei Hausierer. Und mit den zwei Hausierern können wir ja dann auch erstmal fleißig schon mal Gold uns organisieren. Derweil bauen wir hier die Wohnhäuser aus. Aus und auf. Ne? Bauen wir noch ein paar Wohnhäuser dazu. So. Schön, 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 schön. Was ein bisschen knapp ist, ist Nahrung. Wie schade. Niemand hat mehr Geistliche für eine Technologie geboten als ihr. Was? Nein. So kann das nicht, so haben wir nicht gewettet, mein Freund. Ihr wurdet bei der Erforschung einer Technologie überboten. Fuck you. Das ist blöd jetzt. Na komm schon. So, setzt hier mal den ganzen Ausbaukack nach vorne. Das ist ja auch schnell erledigt. Es ist ja immer nur so quasi so ein Stein und ein Brett. Und schon passen da 10 Leute mehr rein. Ein interessantes Phänomen. So, außerdem haben wir hier nochmal wieder Geistliche. Geistliche brauchen wir. Okay, so. Der ganze Stress immer, das ist okay, hier unten fehlen Siedler. Ich weiß, dass da Siedler fehlen. Okay, Dracorian sitzt erstmal da mit seiner Armee und hat anscheinend kein Interesse daran, weiter vorzurücken erstmal. Gebäudeausbau fertiggestellt. Rovins Armee. Ah, okay, die holt sich jetzt den Sektor hier. Okay. Dann schauen wir dann mal. Wie gesagt, wir versuchen uns möglichst erstmal hier einzugraben und abzuwarten oder aufzubauen vielmehr. Hier das gesamte Gebiet mit dem Eisen muss noch ausgebaut werden. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Na toll. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Na toll. Wie viele Geistliche haben wir? 4 haben wir. Okay, für die nächsten Forschungen mehr oder weniger brauchen wir auf jeden Fall auch Brüder. Außer für die zwei, also für Spionage und geheime Verführung brauchen wir sie nicht. Da brauchen wir dann noch 2 Novizen. Entsprechend werden wir dann mal schauen, ob wir die zusammenkriegen. Aber erstmal haben wir, wie gesagt, ein kleines Siedlerproblem hier auch. Da müssten die jetzt mal mit den Hausausbauten mal voran machen. Und überhaupt mit dem Ausbauen der Sektoren wäre es ziemlich schön, haben eine wenn die langsam mal zu Potte kämen. Getreide haben wir wenig. Dabei haben wir eigentlich, habe ich so für meinen Geschmack schon ziemlich viele Getreidescheunen gebaut. Aber wir haben auch kein richtig geiles Agrar. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude sagen kann ausgebaut. Hier, kann ich jede Menge Getreidescheunen oder sowas hinsetzen, ne? Aber irgendwie gar nicht. Das ist alles mehr so ein bisschen, ist das so ein bisschen, Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Den können wir abreißen, auch wenn er schon viele kleine Bäumchen gepflanzt hat. Aber, so, vielleicht ist das jetzt mal der Moment, wo ich das nicht einsetzen kann, weil ich es gar nicht freigeschaltet habe. Fuck.
dachte, ich hätte da oben schnell ein paar Bäumchen roden können und dann doch nur noch einen Bauern hinsetzen können. Aber da hat wieder einer nicht mitgedacht. So, jetzt aber. So, weil jetzt können wir nicht hingehen und hier die Bäumchen weghauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und wir machen da Getreidefelder draus. Und den Baum machen wir auch noch weg. So, jetzt habe ich das auch mal eingesetzt. Tatsächlich. Das war, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, hatte ich noch irgendwie was gesagt von wegen, ja, noch nie eingesetzt. Jetzt habe ich es getan. Und jetzt versuche ich mich dann auch daran zu erinnern, dass ich es einfach getan habe. So, hier, die Hausierer waren da, glaube ich. Oh, da können wir hier schon mal hingehen und mal drei, zu einem neuen Handelshausposten. Klotzen, nicht kleckern, das ist 4x5 sind 20 Gold. Sind in Summa summarum 23 Gold. Hier oben haben wir 19 Soldaten. So, hier wird auch schon mal ein bisschen aufgebaut und ausgebaut. Ich hoffe ja, dass bald die Steine da sind. Für den Ausbau. Da ist auch nochmal eine Kohlemine hier oben, die wir jetzt nicht erschlossen haben. Da ist unten auch noch hier eine Kohlemine. Okay. Geistliche haben wir auf jeden Fall jetzt gerade mal wieder so einen guten Satz. Bei jedem in Häfen oder auf Marktplätzen geschlossenen Handel erhalten eure Kaufleute eine 10%ige Chance, die Waren ohne Gegenleistung zu erhalten. Ist nett, aber ich glaube, wir machen erst die Spionage. Einfach damit wir ein bisschen sehen können, was unser Feind für Gruppen auf dem Feld hat. Und wir unser Vorgehen entsprechend planen können. Ich glaube, Informationen sind in diesem Fall einer eurer Spieler hat Zugang zu einem neuen Handelsposten. So, hier sehen wir zum Beispiel, dass sie hauptsächlich oder nur ausschließlich Musketiere fast schon dabei hat. Aber da kommen wir schon mit klar. Wenn denn hoffentlich die Steinverteidigung hier ausgebaut wird. Aber hier ist auch Konradin auf dem Weg. Der holt sich jetzt wahrscheinlich hier unten den Sektor gleich gegen Rovin. Das ist dann der erste große Kampf. Und dann ja, haben wir auf jeden Fall auch quasi noch eine Pufferzone, die nicht uns gehört, die wir nicht verteidigen müssen zwischen den Feinden und uns. So, also Konradin, das ruhig mal übernehmen. Der hat auch schon Kanonen und Reiter dabei. Reiter sind sowieso sehr gut gegen jegliche Bodentruppen. So. Ich meine, es sieht natürlich hier oben ein bisschen mickrig aus, unser Gebiet auf der Karte. Und das ist auch so. Aber wir werden nachher, denke ich, noch unsere große Stunde kommen. Rivalen unter Kontrolle und wir werden sukzessive uns vorarbeiten. Denn, wie heißt es so schön, mühsam. Oder ja, doch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wichtig ist auch hier, glaube ich, dass wir nicht zu forsch vorgehen. Also, dass wir zwar zielstrebig arbeiten, aber es auch nicht überstürzen. So, wir haben 10 Musketiere. Mit 10 Musketieren können wir, gerade weil wir ja auch Ballistik erforscht haben, zu unserem großen Glück, können wir natürlich hingehen. Exzellent. Und ihr habt eine neue Technologie erforscht. Okay. Können wir natürlich auch hingehen und ich habe das Ding ist ja gar nicht gebaut, ne? Also Aufmerksamkeitsstörung, ich wollte ja hier eine Pferdezucht hinsetzen. Hab sie aber nicht gebaut. So, jetzt aber. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Wie gesagt, mit 10 Musketieren können wir die Türme einschlagen, weil wir ja, also weil 10 sowieso reichen für Holzverteidigung, aber wir haben auch zusätzlich ja Ballistik erforscht. Das heißt, wir haben sowieso einen Bonus auf Angriff auf Verteidigungsanlagen. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Das heißt, das wäre schon mal je nachdem eine gute Option, je nachdem. Ach, hier unten ist auch noch da ist ja eine Eisenmine. Scheiße, habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, so der typische Fall von blind. Jetzt haben wir dabei natürlich auch. Ich habe das echt nicht gerade erst gesehen. Scheiße. Okay, das heißt, hier wird dann Flux
bauen wir es dahin. Da sind wir auch so ein bisschen außerhalb natürlich vom... Ach, ich stell dich mal nicht so an. So, sind wir natürlich... Ich versuche es jetzt gerade mal so ein bisschen außerhalb der Felder zu bauen. Ja genau, dann machst du einmal... Oder doch, so rum sieht das sowieso viel besser aus. Gut, hier bauen wir dann so Erzbergwerk, Eisenschmelze. So, dann ist das jetzt zwar nicht so wahnsinnig produktiv, die Erzbergwerke, weil die nicht so wahnsinnig viel. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten aber erhalten. Immerhin so ein bisschen, oder? Und Kleinvieh macht auch Mist. Da können wir dann auch sukzessive mitarbeiten. Okay. Hier unten sammeln sich weiter Steine an. 5, 4 fehlen noch. Dann können wir da unten Stein verteidigen. Dann können wir mit unseren Truppen auch mal wieder was anderes machen. Wobei, das können wir eigentlich ja jetzt auch schon machen. Ne? So können die jetzt nämlich mal dahin ziehen. Zum Bleistift. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Waffen haben wir. Gar keine mehr. Aber wir könnten hier den Kasernenausbau in Auftrag geben. Könnten wir. Was ist denn hier eigentlich in der Logistikleiste, was uns im Moment hier so ein bisschen die Röhre verstopft? Steine haben wir doch eigentlich ja wohl... Wir haben nur 9 Steine. Okay, wir haben keine Steine zu viel. Also hier unten ist ja auch die Steinmine weg. Dann kann man die auch abreißen. Dann brauchen wir die ja nicht mehr. So, hier Geologen. Leute, Geologen an die Macht. Da haben wir hier mal 3 auf Geologe. Hier unten ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle. Dann haben wir auch, ne, weil Geologen holen uns ja auch Steine. Ne? Also Geologen bedeutet auch immer Steine. Okay, es hat sich Drakorian gegen Konradin gewendet. Drakorian hat einen Reiter und den Rest, es ist alles Musketiersgegröße. Okay. Rowin hatte noch 3. Konradin ist im Prinzip jetzt auch mehr oder weniger vernichtend geschlagen. Das heißt, im Augenblick sind wir die einzigen in Kombination mit Drakorian, die noch Truppen haben. Er hat 20, wir haben 19, wobei bei uns Pikeniere mit dabei sind. Aber wir haben im Moment keine Waffen. Weil sich anscheinend ja unsere Siedler dagegen wehren, endlich hier die scheiß Bergwerke zu bauen. Gebt wobei acht. Es ist tatsächlich auch nicht einer am Holzproblem liegt. Hat also wir haben Holz eigentlich genug. Die müssten das eigentlich nur tun. Aber 8 Steine, die tragen aber wirklich jeden Stein einzeln dahin, ne? Okay, ist ja Drakorian hier den Außenposten erobert. Vielleicht 20 Musketiere da. Das macht natürlich meinen... aber jetzt kriegen wir Steinverteidigung. Jetzt hat sich das gleich erledigt, meine Sorge. Ich hatte gerade schon 20 Musketiere, das ist aber schon ziemlich... da sind unsere Holztürmchen aber nicht für ausgelegt. Aber zum Glück... Für uns beginnt ja jetzt gleich der Ausbau unserer Befestigungsanlagen. Wo tragt ihr denn die scheiß Steine jetzt schon wieder hin, Leute? Hallo? Hallo? Hakt es? Alter, leck mich. Euer Gegner hat schleppt doch die scheiß Steine nicht wieder weg. Ich hab doch hier gerade 9 Steine zusammen. Wo haben... Ich werde verrückt. Ich werde definitiv verrückt hier. Muss ich jetzt hier alles andere pausieren, damit die scheiß Verteidigungsanlagen bauen? Nein.
Ich will doch nur, dass ihr hier diese verdammte... Da waren doch 9 Steine, waren noch da. Wo schleppt ihr die jetzt denn schon wieder hin? Verfluchte Na, keine bösen Wörter. Okay, König Konradin hat diese Steinverteidigung ausgebaut. Ich würde das jetzt hier auch wahnsinnig gerne tun, eigentlich. Aber man hat diese 9 Steine wieder wegtransportiert irgendwohin. Da sind 6 Steine, die könnten wir doch nutzen, Leute. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es wäre jetzt sehr schön, wenn ihr das hier endlich gebacken kriegt, damit wir hier... Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Was haben wir hier für ein Problem? Kein Lagerplatz mehr. Oder wie? Oder was? Haben wir nicht genug Bäckereien? Brauchen wir noch mehr Bäckereien? Gut, bauen wir mehr Bäckereien.